Mahlzeit, ihr KnüppelbrüderInnen. Das bringt mir immer noch zum Lachen. Das ist mein eigener kleiner Gag, wo ich mich selber mit unterhalte. Knochen wieder hier. So, jetzt mal mein Fazit hier zu World of Tanks. Ich spiele über Steam. Viele haben gesagt, die Steam-Version ist der letzte Dreck. Mag gut möglich sein. Ich weiß, dass man sein Konto, sein bisher bestehendes nicht damit verbinden konnte. Mit Steam. Und das hat zur Folge, dass ja viele wieder von vorne anfangen mussten. Trotzdem habe da ich ja nie ein anderes Konto hatte, ist das für mich erstmal okay. Ich kann das halt nicht weiter beurteilen. Obwohl, doch, ich habe es mal gehabt. Da war irgendwas vorgefallen mit World of Warships. Wo ich dann plötzlich reingehe und dann hätte ich wieder von vorne anfangen müssen. Wo ich mir dachte, irgendwas ist hier falsch gelaufen. Aber das war nur Fehler meinerseits. Ich habe theoretisch ein neues Konto eröffnet. Das war aber versehentlich. Das war versehentlich. So, World of Tanks. Was ist mir aufgefallen? Sehr viele Bots hier unterwegs. Was ein bisschen nervig ist. Ich hänge immer noch im Viererbereich mit vier Fahrzeugen rum. Das ist halt der Lux hier. Der Sperrpanzer. Dann Panzer 4 oder so. Und ich fahre den gerade nicht so häufig, deswegen, weil ich hier echt die ganze Zeit grinde mit dem scheiß Look, komme ich gleich zu. Und Stuk 3. Bin ich auch noch mit unterwegs. Und hänge also im Viererbereich fest, denn das Grinden, ich habe ja einen Tag Premium bekommen, beziehungsweise hatte ich 300 Gold geschenkt bekommen. Und habe dann ja, mir einen Tag Premium gekauft, da ging es natürlich ein bisschen schneller. Und jetzt hänge ich hier, ich weiß nicht, wie viele Runden ich schon mit diesem Lux gespielt habe. Wirklich Unmengen. Denn ich kriege ja kaum irgendwelche Punkte zusammen, sodass ich wirklich effektiv hier mal das nächste Fahrzeug erforschen kann. Klar, das kennt man auch aus War Thunder, aber hier ist es gerade richtig derb. Und War Thunder habe ich ja meistens mit Premium gespielt. Hier ist es so, ich weiß noch gar nicht, ob ich lange genug dabei bleiben werde. Denn abgesehen davon, dass hier wirklich Grindfest sondergleichen ist, jetzt schon im Viererbereich, finde ich super krass. Ich spiele ja auch nur mit einer Nation. Das heißt, früher war es ja so bei Ach so, das war das auch nämlich, was auch welche bemängelt haben, dass man theoretisch hier festgebunden ist. Man kann also keinen Reiter, wie zum Beispiel bei War Thunder, wo man durchklickt und verschiedene Nationen spielt, sondern du hast halt deine Parkplätze hier, die du dir dann teilweise kaufen musst. Und du hast zwar vorher alle möglichen Nationen drin, aber die habe ich jetzt schon teilweise rausgenommen, oder größtenteils, weil ich Plätze brauchte für die Fahrzeuge. Ich könnte natürlich ein paar ältere verkaufen, die ich jetzt eigentlich nicht mehr fahre, aber ich wollte vielleicht eventuell noch ein paar Runden aufnehmen. Also habe ich die jetzt drin gelassen. Aber ich hänge hier sowieso fest, weil der Grind ist real, ne? Richtig derb. Ja, vor allem, wenn du da aus dem Gefecht kommst mit irgendwie 200 EP oder so. Es liegt ja auch einfach daran, dass die Runden teilweise sehr schnell vorbei sind. Ich habe hier ein paar einfach nur so im Hintergrund so aufgezeichnet oder für den Hintergrund. Und dann meine Runde, die lief keine 5 Minuten, ne? Da haben die schon gewonnen gehabt. Wir hatten die meisten gewonnen gehabt. Ich glaube, von 4 Runden 3. Was auch relativ selten ist, denn hier kommt das nächste Ding, was mir auch aufgefallen ist, abgesehen vom Hypergrind. Das Matchmaking ist unter aller Sau, wirklich unter aller Sau. Ich bin seit 2 Wochen oder so dabei, ne? Vielleicht, nicht mal ganz, ja. Und gestern wurde ich von einem gekillt, der hat über 25.000 Tage oder so, eigentlich. Da stand wirklich eine Zahl von 25.000. Dachte ich, wie kann das sein? Ich weiß, das Spiel ist, ich habe ja letztens gesagt, von 2012, 2013. War eine Vermutung, ich wusste es nicht ganz genau. Tatsächlich ist es von 2010, habe ich ja später auch nachgeguckt, habe mir auch nochmal einer in die Kommentare geschrieben. Das kommt aber nicht hin mit den Tagen. Das sind doch nicht 25.000 Tage, 10 Jahre sind doch nicht 25.000 Tage. Ja, aber er hatte gibt es ja hier, wenn man abgeknallt wird, kann man sich ja so eine Dienstmarke, so eine Dogtags hier anzeigen lassen. Also die wählt man halt vorher aus und da stand über 25.000. Was auch immer da war, jedenfalls hat man häufig auch so über 2000, also häufiger habe ich tatsächlich so 2000er Bereich. Denke mir, also von jemandem, der seit Jahren spielt, werde ich hier weggeknallt, mit dem werde ich zusammen in einen Match geschmissen. Und eine andere, wie soll ich sagen? Jetzt fehlt mir das Wort, ich komme jetzt gerade nicht drauf. Ich weiß, was ich sagen will, mir fehlt aber das Wort. Jedenfalls, also eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Das heißt, das System erkennt nicht, wenn jemand wirklich erst frisch dabei ist, ja. Und ob jemand dann halt irgendwie, weiß ich nicht, schon Jahrzehnte, ja, oder über ein Jahrzehnt dabei ist. Ich meine, es gibt hier mit Sicherheit Leute, die immer noch spielen, die seit 2010 spielen. So, das heißt, du hast dann Leute, die seit 12 Jahren spielen und gegen die musst du dann antreten. Das ist einfach nicht normal. Das ist wirklich nicht normal. Ja, und das merkt man ja auch. Und dann habe ich gelesen ich habe mich damit noch nicht weiter befasst, von Premium-Fahrzeugen, klar, die gibt es mit Sicherheit, und Premium-Munition. Und ja, mir ist auch schon aufgefallen, dass ich mit einem Schuss weggeknallt werde. Allerdings habe ich auch schon, ohne dass ich irgendwelche Premium-Sachen habe, und zwar mit dem Stuk, Leute mit einem Schuss weggeknallt. Ist mir also
Also ich habe es durchgeführt, so wie andere es auch durchgeführt haben. Manche Sachen kommen mir natürlich schon ein bisschen komisch vor. Ich hatte gestern zum Beispiel einen und das war wirklich schreck. Er steht direkt vor mir. Ich visiere alle meine Schüsse, ja, direkt vor mir, sagen wir mal 5 Meter Entfernung. Ja, am Anfang waren es 10 Meter. All meine Dinger fliegen durch ihn durch, als wäre ein Hologramm. Alles, was ich geschossen habe, fliegt durch ihn durch. Wirklich wie ein Hologramm. Und ich dachte mir, der kann doch nicht sein. Aber er macht Schaden die ganze Zeit an mir. Ich mir, irgendwas ist hier komisch. Entweder war es gerade ein Serverproblem, aber ich spiele auf Euro-Server. Also kann ich mir das kaum vorstellen. Vielleicht war es ein Cheater, vielleicht war es einer, der ein bisschen geschrummelt hat. Das wäre dann der erste, wenn er so wäre, den ich dann mitbekommen habe. Nett ist es nicht. Aber es ist halt leider so. Das nächste Ding ist auch die Karten. Es gibt hier so wenig Kartenvielfalt, jedenfalls in dem Bereich, wo ich jetzt gerade spiele. Und kannst mir nicht erzählen, dass später plötzlich mehr Karten dazukommen. Das heißt, hier sind, weiß ich nicht, 8 Karten? Das mochte ich an War Thunder, dass man wirklich viele verschiedene Karten, auch wenn die halt per Zufall generiert wurden und dann nochmal dreimal hintereinander dieselbe Karte kam. Aber hier hast du echt nur 8 Karten oder so und War Thunder hast du, weiß nicht, 25 oder so. Das heißt, du hast dann natürlich auch ein bisschen mehr Abwechslung gehabt, andere Möglichkeiten. Ich meine, irgendwann kennt man das hier, auch ich schon, dann irgendwann auswendig. Ne? Und da wird es natürlich auch ein bisschen langweilig. Das nächste ist halt auch, dass die Bots, also die KI, ich verstehe nicht, wieso es notwendig ist, egal zu welcher Uhrzeit ich spiele, ständig alles aufzufüllen mit irgendwelchen Bots. Ey, dann lasst uns halt zu fünft spielen und seht zu, dass 5 andere Spieler da sind. Nein, du hast halt immer irgendwelche debilen Bots mit drin, die dann auffüllen sollen. Ich habe Runden gehabt, habe ich aber letztens schon erzählt gehabt. Da war ich der einzige echte Spieler und auf der Gegnerseite gab es halt auch nur einen richtigen Spieler. Der Rest waren Bots. Ja. Und, also wenn ich Bots meine, meine ich KI. Ne? Und das ist teilweise schon nervig. Ich habe Runden gehabt, da waren die echten Spieler tot. Und da haben nur noch die Bots gegeneinander gespielt. Und wir haben sogar gewonnen teilweise, weil die Bots halt die anderen Bots weggeballert haben und halt ein bisschen stärker waren oder was auch immer. Dann hatte ich halt zum Beispiel gehabt, gut, klar, die Community ist toxisch. Ich bin manchmal auch ein bisschen, manchmal denke ich mir auch, jetzt muss ich was schreiben, weil so hohl kann man ja gar nicht sein. Aber das war die Karte, die jetzt gerade zum Beispiel läuft hier. Ne? Ich spiele hier gegen jemanden, der spielt Sau, diesen Sau-Panzer. Das ist sehr schwerer Panzer bei den Franzosen gewesen und ich bin mit dem Lux unterwegs, hab aber noch das Flakgeschütz dran. Ne? Das heißt, ich sehe es jetzt mal als für mich das Flakgeschütz, wenn ich halt so rumballern kann. So, weil ich das Ding, ich habe also andere Geschütze noch nicht erforscht gehabt, konnte also auch noch nicht einbauen. Und ich bin hier ungefähr jetzt da, wo das Fahrzeug jetzt gerade lang fährt, bin ich da und der kommt vor. Wir waren nur noch zu zweit, er und ich. Und ich konnte ihn nicht sehen, weil niemand mehr da war, um zu sperren. Ne? Also fahre ich halt durch die Gegend und wollte nur schnell zum gegnerischen Punkt, weil ich mir dachte, okay, ich habe ja bemerkt, dass der andere nur so ein schwerer Panzer ist. Dachte ich, bis der bei uns ist, bin ich wahrscheinlich schon bei denen. Selbst wenn der cappt, bin ich vielleicht schon ein paar Sekunden vorher dran. Das heißt, wir könnten gewinnen durch cappen. Ich sehe den also nicht. Er kommt gerade um die Ecke, schießt auf mich und knallt mir die Kette kaputt. Ich konnte nicht weg. Und dann fangen die Leute an, oder beziehungsweise der eine hier. Mein Gott, bist du ein Arschloch, bist du beknackt und wegen dir werden wir verlieren. Beweg dich, du Penner! Dabei kann man sehen, ob jemand beschädigt ist. Wenn ich auf den Spieler wechsle, dann sehe ich, was bei ihm kaputt ist und auf welche Ziele er anvisiert und so weiter und so fort. Ja. Und ich konnte einfach nicht weg. Wie soll ich mit einer beschädigten Kette, wenn ich auch die ganze Zeit weiter beknallt, beschossen werde, weg? So, wie soll ich mit dem Lux bitte so einen Sau überstehen? Oder Sau, wie auch immer man das ausspricht. War einfach nicht möglich. Und dann dachte ich mir, du Hohlkopf, siehst doch gerade, was los ist. Du siehst auch, was passiert ist. Ja. Mit ziemlicher Sicherheit. Du siehst, dass die Kette kaputt ist. Ich kann hier nicht weg. Ja. Und wenn ich vorher nicht wusste, wo der ist und genau erst in dem Moment mitbekomme, wenn er auf mich schießt, da kann ich halt nicht viel machen. So, so lief das halt ab. Naja, das hat man halt dann häufiger. Tatsächlich ist aber so, dass der Chat relativ wenig, also wenn man was geschrieben, viele haben geschrieben, oh, ich werde hier nur beleidigt und so. Ja, okay, kann ich jetzt nicht so nachvollziehen, weil meistens ist der Chat ziemlich ruhig. Das Einzige, was ich sehe, sind so diese Kommandos, ne? Hier, helft mir, ich muss, oder Vorsicht bei Position so und so. Ich habe einen mal gehabt, der meinte, weil ich ein Lux war, ja, dass ich vorfahren sollte und für ihn sperren sollte. Und dann meinte er, du bist so ein doofer Lux und bla bla bla. Und meine, er hat sich versucht ein bisschen zurück zusammendreht. Der wollte wahrscheinlich was viel, viel Schlimmeres sagen. Aber was sollte ich machen? Ich wurde ja schon beschossen. Ich habe auch gesperrt. Ja, aber natürlich sind andere auch ein bisschen schneller. Denn ich bin ja noch diese T-28-Panzer, die sind unglaublich schnell. Ja, diese russischen alten Dinger. Ja, die sind auch ziemlich schnell und andere hat schon gesperrt gehabt. Da fahre ich dann nicht extra noch vor, wenn er gerade beballert wird und lass mich auch noch beballern. Ja, ich habe versucht hier und da zu sperren. Ich habe auch gesperrt, wurde natürlich irgendwann dann zerstört. Und ich mir denke, ey, ich weiß, was ich zu tun habe. Ja, aber ich bleibe nicht die ganze Zeit an der Backe von dem einen. Und ich habe gemerkt, der war, was war der denn? Ich glaube, selbst voller Fette.
Nashorn oder irgendwas. Ich weiß nicht mehr. Es war irgendeine Selbstverfallerfette, deswegen sollte ich für ihn spenden. Aber da kann ich nicht bei ihm bleiben, da muss ich eh weiter vor. Ja. Und ich kann das nicht ab, wenn mir jemand Befehle gibt. So. Aber wirklich auf eine Art und Weise, wie ich habe das zu tun, denn da ich ja dieses Hygienefahrzeug fahre und ich habe nicht anders zu spielen, außer ihm zu dienen. Sozusagen. Da denke ich mir, weißt du was? Leck mich am Arsch, Alter. Da verreck doch da hinten. Ist mir scheißegal. Ich spähe für dich gar nicht. Ich fahre hier und spähe vielleicht für die Kollegen, die vorne sind. Was du da hinten machst, ist mir eigentlich vollkommen Latte. Wenn du mir so schon kommst, ja. Also man muss ja auch mal ein bisschen Respekt zeigen. Ich versuche mir auch wirklich zusammenzureißen, auch wenn hier wirklich Runden sind mit den Hohlköpfen, also mit den hohlsten Spielern, die man sich überhaupt vorstellen kann. Da sind wir schon nur 4, 5 echte Spieler in einer, weiß nicht, 10er, 12er Gruppe oder mehr. Ja. Und die machen alle Kamikaze oder bleiben so weit hinten, dass ich als einziger vorne bin. Da bewegen die sich ewig nicht, weil sie mitkriegen, die KI bewegt sich auch nicht, weil die KI. Ich weiß nicht, das sind so bestimmte Algorithmen, Intervalle oder so. Wenn die halt keinen sehen, dann bleiben die halt auch erstmal stehen. Ja, ich habe das schon gehabt, ich will cappen. Oder ich cappe beim Gegner, also bei uns wird auch gecappt. Der Gegner cappt also bei uns. Und da steht einer dieser KI direkt an der Grenze von dem Cap-Punkt. Und ich denke, wir fahren doch rein, du Idiot. Und da habe ich überlegt, ich muss den jetzt reinschieben. Dachte mir aber, in dem Moment fahre ich aber raus und wir cappen nicht weiter und müssen wieder von vorne anfangen. Könnten es aber trotzdem noch schaffen. Ich fahre gerade los. Da fährt diese scheiß KI endlich mal rein. Und wir haben 5 Sekunden vor dem Gegner noch eingenommen. Also die KI ist teilweise richtig hoch. Ich muss aber sagen, dass sie manchmal, das ist wirklich Zufall, manchmal wirkt sie relativ intelligent. Ja, fährt vor und zurück, natürlich, das sind also Spieler, Spielerbewegungen, die natürlich übertragen wurden auf die KI. Fährt sie vor und zurück und passt natürlich auch ein bisschen auf. Und ich wurde auch schon von KI mehrmals weggeballert, ne, weil die plötzlich ja, mich einkreisen und sowas alles, ne. Also eine Geschichte, manchmal ist sie aber so dermaßen hohl. Zum Beispiel, wenn ich losfahren will und plötzlich rammt mich so ein KI-Fahrzeug und der, anstatt zurückzufahren und einen anderen Weg zu nehmen, versucht er mich einfach wegzuschieben. Dann denke ich, okay, ist wohl noch nicht beim System angekommen, dass vor ihm jemand ist. Ja. Aber ich will gerade zielen und ich werde von hinten gerammt. Und ich wollte schon gerade sowas verschreiben, du dummes Arschloch. Und dann sehe ich, das ist ein KI. Ein KI-Fahrzeug hat mich einfach gerammt. Die fahren einfach so dermaßen hohl und schieben dich auch weg und rammen dich. Und ja, ich habe auch schon einen gehabt, der hat mich nach vorne geschoben, weil der einfach weiter nach vorne fahren wollte. Ja, und ich mit einer beschädigten Kette aber nichts machen konnte. Das heißt, er schiebt mein beschädigtes Fahrzeug also in die Schusslinie als KI. Und ja, dann wurde ich halt abgeknallt. Und das war nicht so beabsichtigt, bin ich mir ziemlich sicher. Also ist aber halt so vorgekommen. Ja, und das ist halt auch super nervig. Und ja. Wie gesagt, die Sachen mit dem Premium-Dings, das kann ich jetzt noch nicht ganz so nachvollziehen. Ich weiß auch nicht, wie die Premium-Munition hier funktioniert. Ich habe mich nicht weiter großartig damit beschäftigt. Ich habe das nur ein paar Mal gelesen. Was die meisten bemängeln, ist halt das unausgeglichene Matchmaking, ja, sozusagen, wenn dann halt Noobs gegen High-End-Gladiatoren hier antreten, ja, die schon 10 plus Jahre oder jahrelang schon spielen, dann denke ich mir auch, natürlich ist das nicht richtig. Was mir aber auch aufgefallen ist, weil ich es gerade sehe, ich dachte am Anfang, wieso fliegen hier Raketen? Weil ich diese Sicht nicht kannte von der Artillerie. Ich kenne das auf War Thunder nicht. Wenn da die Artillerie geschossen hat, also die Selbstfallerfetten, dann sah das ganz anders aus. Hier sieht das echt immer aus, als würden Raketen fliegen. Am Anfang war ich irritiert. Dachte ich, oh, okay, hier fliegen die Raketen. Jetzt habe ich gemerkt, das ist einfach nur, das könnte wahrscheinlich so aussehen. Ich habe ehrlich gesagt gerade nicht im Kopf, wie eine Artillerie aussieht, wenn sie fliegt. Denn ich habe das schon oft gesehen, wie Artillerie abgeschossen wurde, aber nie, wo das Geschoss hinfliegt und wie das Geschoss im Flug aussieht. Ne? Naja. Jedenfalls hat mich irritiert, aber okay, mittlerweile habe ich mitbekommen, dass die Artillerie und nicht irgendwas mit Raketen, weil ich dachte erst, oh, ist das ein Cheat? Oder wieso, gibt es hier schon Raketenwerfer oder was, ne? Weil es ja kein Raketenwerfer im eigentlichen Sinne ist, weil die Raketenwerfer ja üblicherweise kleine Raketen haben, das sieht dann halt nicht so aus. Muss natürlich sagen, okay, die machen echt brutal Schaden, die machen so extrem Schaden. Was okay ist, wenn, weil sie wiederum sehr wenig Lebenspunkte haben. Ich habe ja den ersten, den ich gesehen habe, der hatte 200 Lebenspunkte. Und natürlich gibt es die leichten Panzer, die versuchen, den ausfindig zu machen, so wie schon eine gewisse Anzahl an Gegnern weggeballert wurde. Müsste ich auch noch, das ist nämlich eine meiner Aufgaben hier. Ich versuche jetzt auch die Aufgaben mittlerweile zu machen, um ein bisschen Kohle zu bekommen. Eigentlich bräuchte aber mehr Erfahrungspunkte, weil Kohle habe ich eigentlich genug. Das reicht vollkommen, um die ganzen Fahrzeuge zu kaufen und noch alle möglichen Erweiterungen. Ich brauche aber EP. Und die kriege ich halt gerade nicht zusammen. Ich versuche es halt trotzdem. So, und ansonsten, was haben wir sonst noch am Start? Wie gesagt, das sind die meisten Sachen, über die sich die Leute beschweren. Dass es ab und an langweilig ist, dass es unausgeglichen ist, andere beschweren sich über Crashes oder sowas, das habe ich jetzt eigentlich nicht. Am Anfang, wenn ich das Spiel starte, wahrscheinlich etwas langsamer, oder es lädt ein bisschen langsamer. Ja, dann denke ich mir, okay, da könnte ich mir noch einen Kaffee machen oder einen Tee oder so, und wenn ich zurückkomme, ist das Ding fertig geladen.
Und ansonsten, ja, wie gesagt, Langeweile kommt auf. Ich habe Tage gehabt, da habe ich 35 Runden gespielt. Das wurde auf Dauer dann schon langweilig. Die Spielzeit, die bei mir im Steam steht, stimmt nicht mit der Spielzeit überein, die ich tatsächlich aktiv gespielt habe, da ich teilweise das... ich habe einen Tag Sport gemacht, da lief dann im Hintergrund. Und ich denke mir immer so, mein Gott, diese Dokus, die haben alle irgendwie dieselbe Musik. Ich habe gar nicht mehr geschnallt, dass das Spiel noch offen war. Also waren erstmal 2 Stunden extra Spielzeit aufgezeichnet. Also wie gesagt, das ist überhaupt nicht ganz hin. Aber ich schätze mal, so um die 150 Stunden habe ich mittlerweile schon. Und es fesselt natürlich schon so. Das ist so wie bei War Thunder. Du willst vorankommen, du willst das nächste Fahrzeug haben und so. Obwohl es gerade, bei mir ist gerade nur Frustgrinden. Ja, damit ich endlich diesen Lux los werde, beziehungsweise das nächste Fahrzeug, weil ein Gepard haben kann. Und danke für eure Ratschläge. Ein paar haben mir so Ratschläge gegeben, aber ich werde hier nicht mit anderen spielen, weil ich finde hier gar keinen Sinn, ich sehe hier gar keinen Sinn, mit anderen zu spielen, denn hier sind ja Clans unterwegs. Hier sind auch zwei, drei, wo die zu zweit oder zu dritt spielen und auch die haben teilweise nicht überlebt. Das ist wirklich ein Zufallsgefecht. Ich sag mal, wie das für mich objektiv so aussieht und wie es auch andere schon geschrieben haben, mit auch hunderten, tausenden Stunden. Ja. Die Spiele laufen meistens so ab, entweder gewinnt die, das ist so aufgeteilt in 45% und 45%. Ja. Entweder dominiert die eine Gruppe oder die andere Gruppe. Das merkt man relativ schnell. So, dann hast du noch 10% übrig, wo es vielleicht ein bisschen ausgeglichener ist, wo du wirklich mal härtere Kämpfer hast, wo am Ende nur noch auf jeder Seite 2 übrig sind oder nur noch einer und wir noch zu zweit und kurz vorm Verrecken sind. Ne? Also wo tatsächlich mal so richtig, sag mal, actionreiche Kämpfe sind im Sinne von, oder halt auch so ein bisschen Spannung noch mit bei ist am Ende. Und ansonsten hast du halt, entweder mäht man halt, die eine Gruppe mäht die andere nieder oder andersrum, ne? So, und dann gewinnt man schnell. Habe ich ja auch gehabt, ne? Nach 5 Minuten, nicht mal 5 Minuten haben wir gewonnen, ja. Alles vernichtet gehabt, alles weggeballert. Und so läuft es halt häufig. Ich sehe schon, wenn wir am Anfang schon 2 Fahrzeuge verlieren, ja, nach sehr kurzer Zeit, denken wir, okay, ich weiß schon, wie es aussieht oder wie es ausgehen wird. Und tatsächlich läuft das dann auch so ab, ja. Da bin ich dann mit einer KI als letzter übrig und das nach 3 Minuten, wo ich mir denke, okay, was passiert? Was passiert, ne? Und ich weiß nicht genau, warum das zustande kommt, aber es kommt so zustande. Und das ist wirklich das, was ich jetzt in über 100, ich habe 52 Kämpfe gemacht, angeblich, laut den Erfolgen, die ich jetzt bekommen habe. Und genau so ist das auch. Du kommst rein, nach 2 Minuten spätestens kriegst du mit, okay, wir werden verlieren und dann ist es auch so. Oder, oh, die werden verlieren und dann ist es auch so. Ja. Und dann hast du, wie gesagt, die 10% noch, wo tatsächlich vielleicht Skill oder was auch immer oder Taktik noch irgendwie einen Einfluss drauf hat, ja, wie das Spiel dann ausgeht, ja, wo man wirklich einfach Pech hat, wie ich zum Beispiel mit dem Sau, ja, wo er alleine, ich alleine und zufällig fahren wir uns gerade über den Weg und er in dem Moment feuert er mir die Kette kaputt, ne, und dann konnte er mich fertig machen, ne. Das ist halt wirklich selten, also das wäre sehr unausgeglichen, sagen wir mal so, Matchmaking halt, wie gesagt, auch unter aller Sau, ja. Ich meine, es müsste wirklich ein System geben, wo irgendwie, ich sag mal, Spiele nach einer gewissen Zeit, sagen wir mal, wirklich Noob-Gefechte, ja, wo die von 0 bis sagen wir mal 30 Tagen drin sind und dann kommen langsam die so, die 3 Monate sind oder ein halbes Jahr oder so, obwohl ein halbes Jahr auch schon relativ viel ist, ne? Ja. Und halt die Obercracks so 10 plus Jahre oder so dann unter sich sind, ne? So, dass man dann halt, weil ansonsten bringt ja überhaupt nichts, ne? Ich habe hier Leute, der eine hat mich so krass umkreist, der hat ganz genau, die habt ihr beobachtet, so gut es ging. Der hat einfach erstmal die leichten Panzer rausgenommen. Mit seinem Panzer, vielleicht hat er Premium-Munition gehabt, kann ich jetzt nicht ganz genau sagen. Und dann hat er sich nach und nach an die anderen vorgearbeitet. Und der hat 8 Kills gehabt. Das war der erste, wo ich gesehen habe, dass jemand so viel Kills hat in dem Spiel. Weil ich liege so im Durchschnitt bei, mein höchstes war 5. 5, im Durchschnitt liege ich bei 2. 2 Kills pro Runde, kommt ungefähr hin. Ich habe es aber Runden, wie die zum Beispiel, die hier aufgezeichnet hatte, wo fast jeder hier, wie gerade bei der, fast jeder 1 Kill hatte. Ja. Und ja. Was ich sagen muss, ist, was mir eigentlich gefällt, ist, dass die Runden relativ schnell sind. Also ich sag mal, eine durchschnittliche Runde von 8 Minuten, auch wenn man sich ja konzentrieren muss und so, ist okay. Die Grafik ist für mich War Thunder mäßig, auch wenn die Fahrzeuge ein bisschen kleiner sind, fährt sich halt auch ein bisschen anders. Ich habe mich mittlerweile auch an den Lebensbalken gewöhnt, ja, was zwar irgendwie immer noch komisch ist, aber okay, ich nehme das hin. Je länger man spielt, desto mehr gewöhnt man sich dran, ne? Und ja, die Fahrzeuge sind okay. Andere haben gesagt, also ich habe schon gesehen, dass einer, die haben Fahrzeuge drin oder Panzer drin, die hat es nie gegeben und so. Kann ich nicht beurteilen, weil ich nicht weiß, welche er meint. So, Beispiele wären ja mal ganz gut, damit man selber nachforschen kann. Ja. Aber es wird vielleicht so ähnlich gemeint sein wie bei War Thunder, wo da irgendwelche Prototypen, die nur auf Papier
zu sehen waren, wo sie die halt ins Spiel genommen haben, so ungefähr wie, ja, hätte es ja geben können. Ja. Warfunder lebt halt auch nur dafür, dass sie ständig halt irgendwie neuen Kram da reinscheißen, ne? Und sich ständig erweitern. Ich weiß ja nicht, wann hier Schluss ist, ob das alles noch im Weltkrieg 2-Bereich ist oder später dann irgendwelche modernen Panzer dazukommen. Was ich aber gut finde, ist, dass es tatsächlich nur Panzer gibt. Das finde ich eigentlich ziemlich gut. Es heißt World of Tanks, also hast du auch nichts anderes drin. Okay, jetzt wundert sich, Warfunder hat ja nie gesagt, dass sie nur Panzer drin haben. Im Gegenteil, früher war es ja nur Flugzeuge. Ja. Was daran liegt, dass es mal World of Planes hieß das mal, glaube ich, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Ich habe noch den alten Trailer im Kopf, da hieß das, glaube ich, World of Planes. So. Wie würde ich das Spiel bewerten? Oh, 50-50. Es macht schon Spaß. Natürlich, wenn man gewinnt, ist das gut. Wenn man gut vorankommt und auch mal irgendwie etwas Neueres sieht, wenn man was anderes, auch wenn die Karten immer die gleichen sind, dann macht das schon Spaß. Ja. Negativ ist aber all das, was ich aufgezählt habe. Matchmaking unter aller Sau. KI dumm wie Brot. Ja, Spieler teilweise dumm wie Brot, aber da hat man halt nochmal. Man kann sich schlecht aussuchen, mit wem man zusammenspielt. Ja. Aber wie gesagt, ich würde dann lieber mehr nur mit echten Spielern spielen, als jetzt hier immer zum Haufen KI. Das finde ich echt super nervig. Ich weiß nicht, wie es in den höheren Rängen dann später aussieht. Aber momentan sieht es so aus. Ja, Kartenauswahl auch wirklich mickrig. Wirklich mickrig. Da liegt mir für ein Spiel, was älter als Warfunder ist, ist das. Da muss man irgendwann mal neue Karten dazu kriegen. Oder sind die gebunden? Also im Bereich von so und so gibt es nur so und so viele Karten. Ich habe es jetzt leider nicht mehr im Kopf, wie es war, als ich noch 1er, 2er gespielt habe. Ob da noch weniger Karten vorhanden waren. Also ob die Kartenauswahl sich erhöht mit. Je nachdem, wie welchen Rang man hat oder so. Aber das ist ja irgendwie. Ist schon echt mickrig. Das wird natürlich dann auch langweilig. Die Umgebung schaue ich mir schon gar nicht mehr an. Ist mir auch vollkommen egal. Vor allem dadurch, dass man jetzt, wie gesagt, nach 250 Runden mit 8 Karten, ich vermute, dass es 8 Karten sind, du weißt schon, wo du hinfährst, du weißt ganz genau, wie was ist und so. Und natürlich sollte man sich die Karten auch ein bisschen einprägen, aber wird halt wirklich langweilig dann. Ne? Und deswegen mache ich dann nämlich auch mal Pausen, habe das Spiel aber noch auf und spiele halt nicht. Und dann sieht meine Spielzeit natürlich höher aus, als sie eigentlich ist. Und wie gesagt, wenn mich jetzt jemand fragen würde, würde ich empfehlen, würde ich sagen, probier's mal aus und dann musst du selber entscheiden. Ne? Ich würde ihm das Pro und Contra aufzählen, meiner Meinung nach, meiner Empfindung nach. Aber dann sagen, ja, probier's aus. Probier's aus, weil es nichts kostet. Man kann natürlich so gratis vorankommen, wie bei Warfunder. Am Anfang, du bretterst nur durch, kriegst deine Fahrzeuge. Allerdings anders als bei Warfunder hast du hier weniger Fahrzeuge zur Verfügung, was ich sogar eigentlich ganz gut finde. Ja. Weil was mich immer genervt hat, ist, ach, haben die schon wieder einen, wo einfach nur das Rohr irgendwie anders geformt ist, aber eigentlich ist dieselbe Durchschlag, fast derselbe Panzer. Ja. Die haben so viele Schrottpanzer da zugefügt damals, wo ich mir immer dachte, ey, die sollst du alle freispielen. Ja. Das ist ja nicht normal. Und da sollst du die alle auch noch ausbilden und dann irgendwie zu Elite-Fahrzeugen sozusagen, ja, oder voll ausgebildeten Fahrzeugen fertig grinden und so weiter, total behindert. Ja. Da merkt man natürlich auch, wie sie halt wirklich versucht haben, den Spieler ums Verrecken dran zu binden, damit er wirklich jeden Panzer. Das ist ja auch so eine. Die wissen ja, die kennen ihre Spielerschar. Jeder will natürlich irgendwie so weit wie es geht vorankommen. Und natürlich auch das Beste dann am Start haben. Ne? Und ich habe das ja auch gehabt. Da kam ein neuer Panzer zu, dachte ich, okay, jetzt muss ich erstmal. Ich war ja schon Rang 5 unten oder so. Und dann muss ich erstmal wieder auf Rang 2 hoch, weil sie da wieder einen neuen Panzer dazugefügt haben, der schwarze Ketten anstatt graue Ketten hatte oder irgendwie so ein Dreck. Ja, wirklich, also Müll. Aber man macht's dann halt, weil man halt ein Schaf ist. Ja, ein bisschen doof in der Birne, ja, wenn es um so ein Spiel geht. Also wie gesagt, ich würde es schon empfehlen, wie gesagt, ich würde jedem raten, probiert's aus. Für die, die es noch nicht kennen, probiert's aus und macht eure eigenen Erfahrungen. Vielleicht sehen die bei euch anders aus. Das ist ja auch ein eigenes Empfinden. Ich habe ja vielleicht andere Ansprüche als andere. Andere sagen, ist mir scheißegal, ich würde immer auf derselben Karte spielen, Hauptsache ich kriege andere Fahrzeuge ab und an. Ne? Mag ja sein. Wie gesagt, ich würde jedem empfehlen, dass er selber ausprobiert. Aber sollte sich auf etwas Langeweile ab und an einstellen, auf viele Botkämpfe, wo man tatsächlich unter Umständen der einzige Spieler ist, das war jetzt aber, glaube ich, eher im sehr niedrigen Bereich, da habe ich das gehabt. Und, Spieler sind halt Spieler, ne? Also, man kann wirklich die hohsten Typen hier haben oder da weiß ich auch ein paar echte Cracks. Habe ich auch schon gehabt. Der ruppt ja, der hat ja fast irgendwie alles alleine weggeruppt. Ja. Hat den angegriffen, teilweise auch so, dass andere dann die letzten Endes dann fertig machen konnten. Und ja, das ist halt alles Mögliche drin. Wie gesagt, probiert's aus. Ich habe bisher noch kein Geld investiert. Würde ich vielleicht mal machen. Bisher hatte ich noch nicht die Intention hier, das so zu tun. Ansonsten, ja, 50 von 100 Punkten, würde ich sagen. Ne? Okay, von mir aus erhöht es ein bisschen auf 60. Das wäre jetzt 50%, aber 50% aber nicht unbedingt die Punkte, die ich vergeben würde, weil hier ist natürlich schon Spielspaß vorhanden, natürlich.
Das macht auch Spaß. Teilweise finde ich interessant, wie die KI reagiert, wenn sie nicht komplett hohl ist, ne? Und wie sie so bestimmte Sachen hier abziehen. Finde ich natürlich schon heftig, ja. Also es macht Spaß bis zu einem bestimmten Punkt. Und ihr müsst ja nicht irgendwie 10 Stunden am Tag spielen. Wenn ihr meint, ich mache mal eine Stunde oder zwei, dann reicht das wahrscheinlich auch. Das ist wahrscheinlich ein bisschen mehr Spielspaß, als wenn ihr irgendwie 5-6 Stunden macht. Und ich teilweise das eine Wochenende, wo einfach nur frustriert ist. Frustrationslevel sehr hoch ist. So, das war's erstmal hier, weil ich glaube, das ist jetzt auch der letzte Teil des Videos hier. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, bis dann und ciao, ciao.